Seemottentiefenmodul Stufe 1. Seemotten Solar lädt die Energiezelle Seemotte im Sonnenlicht auf. Das ist sehr cool. Die Frage ist, wie kriege ich emailliertes Glas? Leichte Tauchflasche mit hoher Kapazität. Die Leichtbauweise ermöglicht... Ah, okay. Tauchflasche mit hoher Kapazität. Das ist die, die ich aktuell drin habe, ne? Ja, genau. Und Plastalbarren. Da habe ich noch eine erhöhte Beweglichkeit. Interessant. Titanbarren und zwei Lithium kann ich auf jeden Fall auch machen. Ich habe auf jeden Fall nicht das Rezept für dieses emaillierte Glas. Rumpfpanzerung wäre nicht so verkehrt. Maschineneffizienz. Seemottenperimeter-Abwehrsystem. Dafür muss ich aber Polyanilin haben. Das habe ich nicht. Magnetit, Rubin, Nickelerz. Das sind alles Sachen, die ich noch nicht habe. Aerogel, wie habe ich das nochmal hergestellt? Das kann ich auf jeden Fall machen. Rubin und Gelsack. Oh, ich habe noch einen Gelsack. Okay, da könnte ich dann das Torpedosystem tatsächlich schon bauen. Lithium und Titan. Ja, halt, machen wir das doch mal. Gelsack habe ich nämlich bei den Proben extra zwischengelagert. Nehmen wir mit. Und ein Rubin habe ich sogar noch im Inventar. Da machen wir daraus nämlich schon mal das Aerogel. Und dann brauchen wir jetzt dafür nur noch ein Lithium, 3 Titan. Seemotten-Torpedosystem. Für die Torpedos selbst brauche ich Magnetit, was ich nicht habe. Läuft! Ah. Kann man eine Andockstation bauen oder sind das die Arme? Sind das die Arme in der Mitte der Dockstation, dass man noch von unten darin da rein sein kann? Was? Kann man eine andere? Oder sind das die Arme in der Mitte der Dockstation, dass man doch. Ach so, das hier meinst du? Wir hatten ja versucht, hier reinzukommen, aber das hat ja nicht funktioniert. Ich habe ja jetzt ein paar Sachen gebaut. Das sind ja die Dinge, die ich jetzt hier im Inventar habe. Ich frage mich jetzt, wenn wir... in Seemotte einsteigen. Okay. Oh, das geht automatisch. Oh, alles klar. Ja, nice. Das hat aber vorhin nicht funktioniert. Ja, okay, das macht Sinn. Ah, stimmt, wir hatten auch das Solarding nicht drauf. Das heißt, sie hat da gar keine Energie. Das heißt, die Arme würden gar nicht funktionieren. Seemotte angedockt. Aufladen 61%. So können wir die aufladen. Wir brauchen gar keine... Oh mein Gott, die lädt sich jetzt automatisch auf. Erweiterungsmodul ansehen. Ja, guck mal. Das heißt, wir ziehen mal hier schön das Ding rein. Und Torpedosystem und Frachtmodul. Sehr schön. Frachtraum öffnen. Gut, das ist jetzt ein 4x4, sind 16 Felder. Oh, ja, wie ist das jetzt? Ah, guck mal, jetzt, ihr seht, hier ist das Frachtding gerade nicht da und wenn ich das draufsetze, dann ist es da. Cool. Also man sieht die Sachen auch wirklich, die wir einbauen. Das finde ich nice. Ah, es ist super schön. Super, super schön. I love it. Okay. Achso, wir haben ja hier noch ein Medikit wieder drin. Den packe ich aber erstmal hier rein. Haben wir sowieso keinen mehr drin. Kupfererz und Jolt haben wir noch. Ich packe mal hier wieder ein bisschen was raus. Da könnte ich jetzt nochmal wieder aus den Salzablagerungen
Ja, ein bisschen was zu trinken machen, ne? Vier Stück. Wie war es nochmal mit der... mit dem Chlorbleiche? 1-1 war das. Okay, das heißt, ich hole mir nochmal eben schnell ein bisschen... aus dem Krokus, den wir hier haben. Alles klar. So lange war ich jetzt auch nicht draußen. Chlorbleiche. Vielleicht gehen auch zwei Frachträume. Keine Energie. Warning. Emergency power only. Warum habe ich keine Energie mehr? Muss ich vielleicht noch mal so noch ein weiteres Flutlicht, Titan, Kupfer, Erz, Quarz. Ich probiere mal, ob ich zwei Quarz, ein Kupfererz, zwei Quarz, zwei Titan, ein Kupfererz. Vielleicht kann ich noch eine zweite bauen. Warning. Emergency power only. Oxygen production. Offline. Ja, ist okay. Ein Kupfererz, zwei Quarz. Ja, stimmt. Das Ding geht leer. Ich baue trotzdem noch mal ein zweites. So, sieht ja mit dem Mond ja auch ganz schick aus. Ich trinke noch mal eben was, müsste gleich Sonne wieder aufgehen. Wird auf jeden Fall schon wieder heller, habe ich so ein Gefühl. Okay, wir haben jetzt 150 Energie. Ja, wenn wir diese Wärmepumpe irgendwann haben, dann sind wir unabhängig von der Sonne. Wie das aussieht da hinten mit dem, mit der Gravitationsding. Gut, wir müssen jetzt gerade warten, bis die Sonne wieder kommt. Oder wir könnten natürlich auch die Seemotte davon losmachen. Aber wir können ja mal eben übergangsweise hier oben in unsere Luke rein. Ja, guck mal, da geht die Sonne auch schon wieder auf. So. Können wir hier noch mal ein bisschen was machen, so lange? Ich glaube, er sagt gerade wieder, Systeme sind online. Schwupps. So. So kann ich sogar gerade trinken. Oh, wo zwei. So. Ah, stimmt. Ich kann ja hier auch gar keine Plattform drunter bauen, weil sonst komme ich da ja gar nicht mehr rein. Stimmt ja. Gut. Aber hat ja auch so funktioniert. Nein. Pack das weg. Die Flaschen packe ich wieder rein. So. Was hatten wir denn noch Schönes vor? Plastahlbarren. Stimmt, das wollten wir machen, weil wir dann nämlich die, die leichte Tauchflasche mit hoher Kapazität bauen können. Und für das Tiefmodul Stufe 3 brauchen wir auch wieder emailliertes Glas. Da brauchen wir nur einen Plastahlbarren. Plastahlbarren, Titanium. Das heißt, wir müssen nochmal hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rüberholen. Titanbarren.
dann machen wir da einen Plastahlbarren raus. Und den kombinieren wir jetzt mal. Wir haben ja noch eine Flasche. Die haben wir ja gefunden. Daraus machen wir jetzt irgendwo das Ding hier. Und so. Modifizierungsstation. Hä? Eine Modifizierungsstation? Muss ich das hier machen? Wo mache ich das denn? Fahrzeugerweiterungskonsole. Was? Kann ich... Bitte was? Kann ich die hier... Tauchbootname. Oh, wir können dem Boot einen Namen geben. Wie nennen wir denn mal unsere Seemotte? Und was haben wir hier? Oh, wir können das farblich verändern! Okay, Name... So, innen... Dunkel, hell... Ach komm, innen machen wir mal ein bisschen dunkel und Streifen... Ich will blau, ich will Eternal Fantasy Farben haben. Naja... Das ist schwarz. So richtig klappen tut's noch nicht, ne? Ja, komm, lassen wir mal so. Ah, so können wir es noch intensivieren. Ja, guck mal, so sieht doch schon besser aus. Okay, ich lasse das mal so. Ja, wie nennen wir den denn? Was ist denn ein guter Name? Ich bin immer so schlecht drin. Name die Fantasy? Was zur Hölle? Ich nenne sie Bootmann. Hallo? Okay. Aber das wollte ich ja gar nicht machen. Ich wollte ja eigentlich die diese komische Tauchflasche machen. Wie mache ich sie? Ich habe doch die anderen Tauchflaschen habe ich doch auch hier an den Fabrikator gemacht. Persönliches Werkzeuge. Ausrüstung. Standard Tauchflasche, Tauchflasche. Modifizierung. Ah, Modifizierungsstation. Kann es sein, dass ich das noch nicht machen kann, weil ich noch gar keine Modifizierungsstation habe? Ausrüstung. Scannerraum, Mehrzweckraum. Innenmodule, Batterieladestation habe ich noch. Wahrscheinlich muss ich erst eine Modifizierungsstation freischalten. Kabelsatz. Kann ich denn sowas vielleicht machen? Eine Batterieladestation? Kabelsatz. Wo ist ein Kabelsatz? So, bin ich jetzt doof? Ach hier. Zwei Silbererz braucht das Zeug. Ja gut, aber ich spare mir irgendwo hinterher was. So, einen Kabelsatz. Und was brauchte ich jetzt noch? Kupferdraht und Titan. Gut, Titan ist nicht das Problem.
Kupferdraht brauche ich 2 Küpfer. Kupferdraht. Und dann eine Batterie. Ladestation und den Kompass. Ich muss die, glaube ich, hier wieder mitmachen, oder? Ja, Batterieladestation. Wo packe ich die denn mal hin? Batterieladestation. Packen wir mal. Hier sind die Proben. Ich packe sie hier hin. Okay, habe ich denn. Ich habe momentan keine Batterie, ne? Hier kann ich noch einen Diamant reinwerfen. Rubin, kristallines Uranit. Flaschenbarren kommt erstmal hier rein. Eine Ersatzbatterie sollte ich immer mitnehmen. Energiezelle habe ich noch hier drin. Ja, dann packe ich die Tauchflasche erstmal wieder hier rein. Dann, tja. Kann ich eigentlich, das geht nicht, okay. Das geht schon. Habe ich denn, warte mal, 3, der ist ja fast leer, ne? Ich packe hier mal die neue Batterie rein. Und dann kann ich doch die alte, die laden wir hier auf. Super. Klasse. Okay, ich habe noch eine Batterie. Und eine Energiezelle tatsächlich auch. Warte mal, ich mach mal, was habe ich denn noch hier bei den ganzen Sachen? Hier ist noch 66%, 81%, 36% der Scanner, der ist fast leer. 82%, okay, dann ändere ich das beim Scanner nochmal eben. Und hier packen wir die alte Batterie auch nochmal rein. Schön! Dann müssten wir eigentlich nochmal 2 weitere machen, dass wir hier immer 4 Ersatzbatterien drin haben. Ah, ich liebe das Teil hier. So, wie weit ist die denn hier aufgeladen? Kann ich das irgendwo sehen? 100%! Batterie vollgeladen! Ein Erweiterungsmodul könnte ich sogar rein theoretisch noch machen. Rumpfpanzerung. Brauche ich nur sehr viel Diamanten für. Muss mal gucken, wie viel ich habe. Lithium und 4 Diamanten. Ich habe noch 2 Diamanten. Lithium habe ich gar nicht mehr? Okay. U3O8. Hochradioaktives Mineral. Ist kein Problem, dass wir es da drin liegen haben. Au, wertvolle Leiteigenschaft. Sehr wertvolle Eigentum der Gesellschaft. Kohlenstofferscheinungsform mit hervorragender physikalischer Eigenschaft. Ja, gut. Aber ich muss sagen, mittlerweile haben wir doch echt viel. Klamotten soweit fertigstellen können. Finde ich sehr, sehr gut. Wenn wir wieder Blei haben, müssen wir auf jeden Fall nochmal wieder hier ein paar Plattformen bauen. Damit wir wieder mehr Stabilität in die Basis reinbekommen. Spinnenbatterieladestation. Hier diese Möbel, wie gesagt, baue ich später nochmal. Bioreaktor, kompostiert organisches Material zur Energieerzeugung. Würde ich auch erst aber dann bauen, wenn wir mehr Platz haben. Weil wenn ich den hier im Flur baue, ist einfach kein Platz dafür. Wärmekraftwerk, Verstärkung, Tauchdock, das haben wir jetzt soweit gemacht. Magnetit brauche ich auf jeden Fall. Und ich möchte endlich mal wissen, wie ich Sachen abbauen kann. Sprungtriebwerk, kann ich vielleicht dafür irgendwas mit diesen, für die Dinger hier bauen? Die haben jetzt keine Abbaufunktion. Signalboje, wasserdichter Bälle, Gravitationsfall, Laserschneider.
Schneid wäre geil, um normale Titantöne aufzuschweißen, aber kann ich damit nicht eigentlich auch die Erze kaputt schneiden? Konstruktionswerkzeug, Schubkanone. Hm. Feuerlöscher, Löschbrände, toll. Ja, ist. Dies ist so eine Sache. Müssen wir mal gucken, wann wir was finden. Okay. Ja, liebe Freunde, dann es wird für mich Zeit tatsächlich, weil es wird spät. Ich habe zwar noch persönlich sehr viel Lust weiterzuspielen, aber wie gesagt, die Zeit ermöglicht es mir leider nicht. Insofern sage ich an dieser Stelle erstmal danke fürs dabei sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Subnautica. Wir machen wieder schöne Dinge. Wir haben hier noch ein Medikit wieder drin. Das packe ich direkt nochmal wieder hier rein, weil es so schön ist. Und aus diesem Grunde speichere ich jetzt einmal nochmal das Spiel, damit ich dieses Medikit nicht beim nächsten Mal wieder entnehmen muss. Und wie gesagt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Adios, amigos. Hallöchen, liebe Freunde. Da wären wir auch wieder zurück zu einer weiteren Runde von Subnautica. Ja, warum fangen wir hier an und nicht in der Basis? Das liegt daran, weil ich vergessen habe, auf Aufnahme zu klicken. Das tut mir sehr leid. Also ein kleiner Teil ist exklusiv für Streaming-Leute jetzt gewesen. Was haben wir gemacht? Wir sind nochmal auf kleine Erkundungszug gefahren, haben ein paar Sachen wieder gefunden, hier so ein paar Ressourcen geholt, also jetzt nichts Weltbewegendes, sage ich jetzt mal. Haben nochmal so einen kleinen Raum aufgeschnitten mit unserem Laserschneider, da waren so ein paar Modifizierungsstationstools drin, was wir dann auch freigeschaltet haben. Und wir können jetzt Schubkanonen machen und den Rest, ich weiß gar nicht, was ich so gefunden habe, aufgesammelt habe. Ist jetzt nichts. Ach so, doch, eine Sache haben wir gefunden. Das tut mir leid, wenn ihr das verpasst haben solltet. Wir waren nämlich in einem unterirdischen Geheimraum drin gewesen. Der offensichtlich wieder von dieser Alien-Basis stammt. Das war aber relativ unspektakulär, weil da war nur eine reine, ja, wie soll ich das sagen, ein Tor. Und das war nicht mal in Benutzung. Also das nur mal so by the way. Die Sachen. Ich die Sachen hier direkt mit rüber nehmen. Komm, weißt du was? Wir können das auch so machen. Wir fahren einfach in unsere Garage. So. Da können wir das nämlich direkt gleich hier rausräumen. Ah, Mann, das tut mir jetzt wirklich leid für euch. Sorry dafür. Der Kidmar ist einfach zu blöd. Ich nehme die komplette Schuld auf mich. Kurz ein bisschen was trinken. Ja, dann sortieren wir schon mal ein. Ach Mann, ey, ist so doof. Immer diese Kackaufnahme. So, der Rest. Ja gut, ich habe ja nicht mehr so wirklich Platz drin. Pass auf, ich mache mal den Salz, das Salz hier raus, den Salz. Ich mach mal den Salz hier raus. Dann packe ich das Salz nochmal mit hier rein. Lalalala. Okay. Und muss das nochmal eben umbenennen in Quarz Schrägstrich Sa. So, so geht's. Das war nicht ganz so schön, aber passt schon. So, was haben wir denn noch so Schönes hier drin? Frachtraum, auch nochmal ein bisschen Kupfererz, wir haben ein bisschen Blei gefunden, Titan haben wir gefunden, hier zack und Lithium, was an der Wände gewachsen ist. Haben so einen kleinen Pilzwald gefunden, wo wir nochmal ein bisschen was weggelootet haben. Na toll. Ich glaube, das war das hier, was die ganze Zeit Backo gemacht hat. Gut, das kann hier rein. Irgendwann habe ich den ganzen Schrank voll mit Medikits. Ich glaube, ich nehme mir sonst mal das Blei raus. Ich packe erstmal die anderen Sachen hier rein, die auch nicht mehr reinpassen. Dann
Man kann auch rein. Soll ich damit denn jetzt direkt irgendwelche die Basis verstärken? Oh, Schubkanone. Wir können erstmal gucken, was wir freigeschaltet haben. Schubkanone verzerrt die Schwerkraft, um Objekte anzuziehen und abzustoßen. Okay. Anziehen und abstoßen. Klingt interessant, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wofür wir das gebrauchen sollten. Sonst hier haben wir nichts Neues. Thermalklinge. Kocht und sterilisiert kleine Organismen zum sofortigen Verzehr. Ja, das ist doch nice. Aber dafür brauchen wir die Modifizierungsstation wieder. Aber die können wir doch, glaube ich, jetzt bauen. Ich glaube, die können wir bauen. Ich glaube, das ist das, was wir freigeschaltet haben. Zyklop-Rumpfbauplan. Den haben wir auch gefunden. Also zumindest zwei Baupläne. Tauchdock, ne? Wärmekraftwerk. Wandelt Hitze bei mittlerer Effizienz in Energie um. Boah. Da, Modifizierungsstation. Jawoll. Wir brauchen dafür ein Blei. Gut, dass wir noch keine Plattform gebaut haben. Ein Titan, ein Diamant und ein Computerchip. Computerchip ist das Schwierigste daran. Was brauchen wir denn nochmal dafür? Zwei Tischkorallenproben, ein Gold, ein Kupferdraht. Okay. Das heißt, da dann ein Gold, dann packen wir das Lithium dafür hier rein. Und dann hier schon mal die Kupferdraht machen. So, was haben wir hier? Ach, das war die Schubkanone, okay. Und Tischkorallen, habe ich davon noch welche? Eine. Okay, müssen wir uns mal eben Tischkorallen holen. Und da können wir direkt eins von den Frittiermessern machen, was sehr nice ist. Und wir sind nämlich unterwegs, die uns direkt immer so ein bisschen Fisch abfrühstücken können. Hier sind Tischkorallen. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir, lieber Strickmar. So. Dann sollten wir jetzt genug zusammen haben, um den Computerchip zu bauen. Sie. So. Den Rest können wir hier reinpacken. So, dann war das ein Titan, ein Blei, ein Diamant, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ein Titan, ein Diamant und ein Blei habe ich eh schon im Inventar. Dann einmal Modifizierungsstation bitte, die ich wahrscheinlich hier drüber baue. Modifizierungsstation, oh Gott, achso, nee, so groß ist die gar nicht, sah nur größer aus als sie war. Wo baue ich die denn mal hin? Ich hätte gerne nochmal wieder so einen großen Raum, ehrlich gesagt. Ich baue sie erstmal hier in den Gang, oder? Geht das? Vielleicht hier hin? Das sieht kacke aus. Ich baue sie hier hin. Steht sie erstmal nicht im Weg. Müssen wir aber nochmal umsetzen, wenn wir hier mal anschließen. So, Modifizierungsstation. Wir nutzen modifiziertes Messer, Thermalklinge. Ach ja, stimmt, die Tauchflasche, da haben wir ja auch schon was für gemacht. Modifizierte Zyklopmodule, modifizierte Seemotten-Dings. Dafür brauchen wir aber emailliertes Glas, was wir nicht haben. Und modifizierte Krebsmodule. Okay. Dann würde ich mir mal eben die Tauchflasche und danach das Feldmesser machen. Tauchflasche mit hoher Kapazität und ein Plastahlbarren. Die hatten wir auch hier schon drin. Zwar einmal den hier und Tauchflasche mit hoher Kapazität. Let's go! Dann kriegen wir das Ganze in leicht.
Wie leicht wie möglich an den größten Beweglichkeit. So. Die andere wieder hier rein, Tauchflasche mit hoher Kapazität. Und das andere hier war die leichte Tauchflasche mit hoher Kapazität. In Leichtbauweise. So, Batterien brauchen wir. Ich weiß, wir haben zwei Batterien fertig auf der Ladestation, aber wir wollten ja eh nochmal Batterien bauen. Was brauchen die denn nochmal gleich? Batterien brauchen Säurepilze und Kupfererz. So, jetzt hat noch zwei Säurepilze hier. Das heißt, ich kann noch problemlos. Nein, vier Kupfererz. Ich habe nur zwei. Hab ich nicht mehr Kupfererz gehabt? Okay. Dann brauche ich erstmal nur einen Säurepilz. Ach nee. Ah, so war das. Zwei Säurepilze und ein Kupfererz. Ja, so rum ist besser. Aber wir haben ja vorhin schon die Kupferspule gemacht. Deswegen haben wir nicht mehr ganz so viel Kupfererz gehabt. So, wir holen nochmal schnell zwei Säurepilze. Dann können wir nämlich noch eine weitere Batterie machen.